Der wohl Roman, ne? Von dem auf einmal ist dein PC einfach rot. Ist doch rot, ich bin noch rot, ich bin fett, der wird blau. Ist das hier nicht, ist das Knochenfeld? Nee, ne? Nee, das ist Demeter. Demeter. Der Meter. Ich glaub schon wieder nicht in dieses verdammte Häuschen hier rein, ne? Es ist unglaublich. Ja, lauf ich einfach weiter. Das ist echt doch. Ungläublich. Ach, das ist die Scheiße mit dem beschissenen B-Punkt hier. Ach du grüne Neune. Jetzt geht das wieder los, ey. Oh, ich, ich nenne es den Mixer, weil hier die ganze Zeit nur Leute reingeschmissen werden und dann weggebombt werden. Oh, ich hab grad so das ist so wie der Marktplatz in Bagdad. Das ist der beschissene B-Punkt. Boah, der war echt witzig. Kann man nicht anders sagen. Ist das ein beschissener B-Punkt? Was, Karl hat mal einen guten Witz gemacht, Georg. Das musst du mal eben nicht festgehalten werden. Hast du nicht zugehört? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, das ist wie der Marktplatz in Bagdad. Kolker zieht nicht mehr richtig, weißt du? Das ist so ein... Nee, der war aus der Situation gegriffen einfach. Das war so ein Einwegwitz, weißt du? So, daneben hier der Marktplatz von Athen, Georg. Das ist witziger. Der ist kaputt zerstört. Ist ja leider echt so. Ist ja leider echt so. Warst du eigentlich schon mal in, Georg? In Athen? Ja. Jeden Tag ist der da, wenn er vor die Tür geht. Ja, protestieren. Protestierst für dein Land, in dem du nicht lebst. Ja. Und jetzt zerstöre ich einfach alles, weil das lohnt sich übelst. Ich hab grad fast einen Hexer-Kill gemacht. Oh, die haben Pentakill. Ich fand das nämlich voll süß, als Georg hier saß und dann hat er so richtig große Augen wie so ein kleines Kind, weißt du? Das ist so freut. Guck mal, was der für ein Damage macht. Hab ich wirklich gesagt, ich zahle ja, guck mal, was der für ein Damage macht. Nein, Bruder, wir schaffen das. Das ist außerdem mein neuer Insider mit Pascal. Ich geh einfach zu ihm und immer wie die ganz coolen Typen, ich nehme immer meinen Kopf, drückst seine Stirn an meinen und sag immer, komm Bruder, wir schaffen das, Bruder. Oh Gott. Das finde ich übelst witzig. Dann fesselt ihr aber auch an den Oberschenkel, also da geht irgendwas bei euch vor, oder? Das ist schon gut. Das machen alle Betrunkenen immer so. Ja. Also dieses Kopf an Kopf halten, so Bruder, Alter. Ja. Bruder, ich bin so voll, Bruder. Len. Bruder. Ich bin weg, Halle, peace out, noch sie mal leck, Junge. Oh, jetzt geht das hier bei B nämlich los. Jetzt geht's hier los. Sind hier die ersten Drecks-Titans drin, ne? Ach, jetzt geht da schon wieder gar nichts. Kann man in Titan reinrennen? Ja, Titan, dann rennt man da immer so rum und feuert alles weg die ganze Zeit. Für den DayZ sollte man Titans haben. Alter, ich würd's feiern. Stell dir vor, da kommt auf einmal so ein Titan durch den Wald gerannt. Ja, wenn du so im Horizont so ein Titan langlaufen siehst und dir dann denkst, oh nein, dreh dich nicht um. Und dann wirst du auch so zielsuchende Raketen haben, sonst wäre das nämlich... Georg, der nächste Film wird dann, das ist so ein Titan hinterherrennen, wie du schon gesagt hast. Alter, das musst du dann aber erstmal schwierig hier zusammenkappen, ne? Da brauchst du einen Greenscreen für. Ja, und da musst du aus dem Videospiel dann die ganze Umgebung rausschneiden, Alter. Halleluja. Halleluja. Wololo. Walalala. Ich finde, wir gründen die Kirche der Wololo. Ich sag dir, und dann schreiben wir ein Buch, das wird dann 2000 Jahre in Vergessenheit geraten, und dann findet das irgendwer. Und, ja, auf einmal ist so eine neue Religion, und immer sagen wir mal, wololo, und dann sind wir die Übelsten. Hm. Dann, so sieht's aus. Dann, Mag das Wort Trendsetter. Das bleibt einfach noch nicht. Alter, René, ich will ihn zerstören, ich bin hinten drauf. Oh, 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 ich muss weg. Ja, könnte ich auch runter. Mich hat er noch gekriegt. Ich muss schon sagen, Chain Gun, wenn die erstmal aufgewärmt ist, ne, die braucht man immer so ein bisschen dann mit dem Beschleuniger. Aber dann feuert die so übelst rein. Man darf nur einfach nicht aufhören zu schießen, sondern muss einfach nur so dumm reinhalten. Also so wie irgendwelche Leute, die jetzt schon Kinder kriegen. Wieso, die schießen doch, und zwar viel zu viel, das ist das Problem. Ah. Boah, ich hab ihn da rausgerissen. Und jetzt hab ich ihn weggeschmissen, diesen alten Sack. Georg, hat in deinem Ort eigentlich schon wieder jemand ein Kind gekriegt? Nein. Neun? Neun Kinder auf einmal. Neunlinge. Das war eine Mordscouti, du. Mordscouti. Da war Gary Ötzi auch dabei. Gary Ötzi. Hä, wo ist denn der Typen gegangen? What the fuck hat der denn jetzt gemacht? Ich hab noch richtig viel Power, hab ich gehört. Wir kontrollieren jetzt Startpoint aus.
habe Granaten! Olala! 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 Ayo! 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 Ach genau, ayo! Hast du wieder vergessen den Text, ne? Ja, weil mir das einfach. Der ist auch ganz schön umfangreich, kann schon mal passieren. Sagen, ich finde den Xbox Controller nicht so geil wie den PlayStation Controller. Also der Link-Analog-Stick geht mir ein bisschen auf die Eier. Ja, gewöhnt man sich immer dran. Aber da gewöhnt man sich echt dran. Also ich konnte damit auch übelst nicht spielen, als ich damit angefangen habe. Ja, aber vom Ding her sind die Analog-Sticks besser. Wenn man an meinen Stats sehen konnte, konnte ich damit einfach nicht spielen. Der muss erstmal eingewärmt werden, weißt du? Ja, Georg ist noch ein bisschen schlecht, aber das wird schon. Der ist noch ein bisschen schüchtern, der Controller. Der muss erstmal ein bisschen. Er muss erstmal richtig abgeranzt werden. Der muss erstmal richtig benutzt werden, weißt du? Das ist wie diese Maria. Weißt du? Da kann man die drei Kurden. Was? 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 Warte, das muss ich dir erzählen. Kannst du ja echt nicht sagen. Aber du sagen. Nimmst das gar nicht auf? Doch! Okay, dann kann ich das nicht sagen. Meine ich auch, also. Da musst du halt einen Piep über den Namen legen. Kann man das auch ohne den Namen erwähnen? Ja, das kann man auch ohne den Namen erwähnen. Es gibt jemanden. Es gibt diese Person. Die hat es mit drei. Oh! Menschen getan. Die sind alle. Ne? Sind beliebt in Deutschland. Und ja. Und besser, besser konnte ich nicht sagen, glaube ich. Und das war die Moral von der Geschichte. Die Moral von der Geschichte: Es gibt keine Moral. Mit drei gleichzeitig? Also. Nicht im Ernst, das ist ja fürchterlich. Ja, mit drei gleichzeitig, wie gesagt, und und einer davon hat irgendwie, ist jetzt eventuell ein kleines Väterchen so. Alter. Also, okay, also wer Väter geworden? Wer Väterkäse ist, der hat's nicht Väterkäse gebracht. Väterkäse wäre der geworden. Ja, Väterkäse. Der wäre beinahe Vater geworden, aber... Beinahe Väter wäre geworden. Aber dann hätte er den Gartenschlauch auch noch wieder rausgezogen, aus dem Riesenloch. Aus dem Erdloch, das verschlingt einfach alles. Weißt du, der größte Krater, ne, im Meer ist dagegen nichts. Mein Gott. Ist das so wie die Wüstenschlange in Star Wars ungefähr? Ja, auch mit den Zehen. Bist du auch dann 1000 Jahre drin gefangen. Alter, voll scheiße, ey. Ne, 10.000 Jahre, verdammtes. Und das alles mit 10? Ne, 10 Jahre war sie dabei gerade nicht. aber diese Person, ne? Aber die war ja schon jung, als Georg, was du mir da erzählt hast. So, ja. Wie alt nochmal? Als... Wow. Warte mal. 14, 13, irgendwie so. Jesus. Hast du nicht gesagt 11? 11? 11? Du hast gesagt 11 und mit einem 18-Jährigen. Ach so, das war hier. Ja, genau. Nicht, ich dachte, das andere mal, dass du, was ich dir auch noch erzählt habe. Okay. Ach so, das andere, ja. Ja, da war ich schon 13, so, aber nee, 11. Das war mit 11 oder 12. Mit einem 18-Jährigen? Ja. Lach nicht, das ist nicht witzig. Nee, eigentlich nicht. Ein 18-Jähriger, ne? So ein 11-Jähriger, boah, hui. So ein Pascal, ey, der angelt sich auch mal die 12-Jährigen, hab ich gehört. 12-Jährigen sind viel zu alt, Alter. Bleib mal locker, ey. Das sind schon fast Grannies. Oh Gott, ey. Was Grannies? Oh, fuck! Nein! Hat er mich weggevögelt. Mit 12. Jesus, ey. B, ich hasse B. Absolut der schlimmste Ort auf der Welt, nach dem Marktplatz von Bagdad natürlich. Ey Brudi, Alter, Brudi, ey. Warst du da auch schon drin, ey? Ja, Mann, mit dir. Die haben so ein gemeinsames, in so einem Wettbewerb gemacht, weißt du? Die haben so ein Fotoalbum wahrscheinlich. Mach ich Foto, tue ich Facebook. Ey, es sind ein paar Roboter, die Map irgendwie... Selfie. Netten Abend verbringen. Mit Sie, Baschtürk und... Kandis. Antis. Hallo, du kleiner Strider. Wie gefällt dir das? Alter, mit der 40mm gibt er mir gleich einfach mal ein. Da sind irgendwie ein paar Titans im B drin. Ich möchte. Ja, ich hasse B. Das ist so behindert. Das geht gar nicht. Jetzt sind sie alle rausgelaufen. Warum auch immer. Aber René, vergiss das nicht zu piepen, ne? Ich hab keinen Bock, keinen Bock verklagt zu werden.
Irgendwie einen 12-Jährigen. Aber oh, eigentlich darf, nach jemand, darf man das überhaupt? Weiß ich nein. nicht. Woo. Doch, eigentlich müsste man das doch dürfen. 12-Jährige? Also nee, halt freie Meinungsäußerung. Ja, ist doch freie Meinungsäußerung. Darfst doch einfach sagen, was du willst oder nicht. Ja, hier wurde ja nichts gesagt, was jetzt nicht irgendwie... Ne? Hauptsache wir sagen nichts gegen Putin, weil Putin ist der Beste. Alter, und Putin, Leg dich nicht mit Putin an. Das ist der zweite Teil von Sohan. Sag mir, leg dich nicht mit Putin an, mit Sohan von Putin würde zugeritten. Ja. Aber, das sieht gut aus. Aber der spielt gar nicht Sohan, sondern der Putin, der kommt dann einfach zu Adam Sandler in die Villa und reißt ihn einfach so zu. Reißt ihn einfach so den Kopf ab. So wie Kratos diesem einen Gott. Ja, genau so. Und warum? Einfach weil er das kann. Er hatte einfach mal einen schlechten Tag. Da werde ich auch machen. Verständlich. Ein Autotitan wurde gerade zerrömert. Zerrömert? Ja. Epilog, ich kann nicht mehr spawnen, das ist aber hammergay jetzt mal. Wer ist denn noch am Leben? Havixman ist noch am Leben. Der hüpft hier rum. Ich bin so hart gebumst. Ja, jetzt schieß doch mal auf die da unten, Junge! Gammelt der da rum, ey? Da ist noch einer, Alter, da ist noch einer hinter dir. Das ist mir scheißegal. Ach, Junge, Junge. Okay, das wird eh nichts. Vielleicht krieg ich ihn noch. Hab ihn noch. Ja, bist du wieder ausgestiegen, oder was? Nö, aber man kann rausschießen. Du kannst rausschießen, ne? Ja. Okay. Die Premium-Explosion von dem Dropship war. Alter, war ich scheiße. Was ist denn los heute mit Pascal? Da reicht's ja mal richtig was. Ja, ich hab... Gestern war das aber noch nicht so. Die drei Kunden sind wieder bei mir. Harmonix. Harmonix, Alter. Havix ist auch ein Hacker.